Rumpazumpa, hallo, hier bin ich. Ich bin sehr, sehr fröhlich und sehr, sehr, sehr gespannt, weil das kam heute an. Germany Client, Shipper Only, Not Seller aus dem Hessenring in Mörfelden, Walldorf. Ja, meine Adresse kann man sehen, das habe ich weggemacht. Das ist meine Handynummer. Da käme man aber auch dran, wenn man das wollte, käme man dran. Aber naja, auf jeden Fall, dieses Ding ist 2,3, knapp 2,4 Kilo schwer. Und es müsste eigentlich meine Shein-Bestellung sein. Ich habe, wenn das die Shein-Bestellung ist, weil eigentlich muss es die sein, weil ich bekomme eigentlich nichts mehr von AliExpress. Ein Artikel noch, aber nicht mehr so eine große Packung mit mehreren Sachen drin. Ja, ich habe für diese Artikel 105 Euro bezahlt. Wer jetzt unbedingt einen Einzelpreis wissen will, schreibt mich an. Aber bei Shein ist es ja auch so, dass die Preise schon mal sich ändern und oder dass manches nicht mehr lieferbar ist. Tut mir leid, da war gerade eine Unterbrechung, weil ihr hängt ja hier in so einem Stativ mit so einer Klammer und diese Klammer war an dem Ausknopf des Handys und ich habe das Handy ein bisschen justiert und auch nochmal das Rollo runter gemacht, damit die Sonne uns nicht so blendet, aber wir trotzdem was sehen und so weiter und so fort. Ja, aber ich habe es direkt gemerkt, dass was nicht stimmt. Also null Problemo und ich sehe hier schon was rausluschern und es scheint sehr süß zu sein. Guckt mal. Oh. Ja, die Sticker bei Shein, da gibt immer so 50er Packungen für 2,50, das weiß ich, oder 100 Stück Packungen für 4 Euro. Die meisten Sticker habe ich dann tatsächlich auch nur einmal mitgenommen, weil es mir doch im Vergleich zu Ali, ja, nicht unbedingt viel, viel teurer, aber ich kann, also bei Shein kaufe ich meistens nur Sachen, die ich woanders nicht bekomme. Und da ich aber die Option habe, bei AliExpress auch zu kaufen und sowieso ja auch nur noch ein begrenztes Budget hatte, ist es dann halt ein bisschen weniger geworden. Ach ja, guckt mal, ach Mann, oh mein Gott. Oh. Oh Mann. Tja, also ich sag nur so viel, mein Warenkorb bei Shein hat schon wieder ein paar Teile drin. Ich wollte noch mal ein Kleid haben. Und wenn es diesen Sticker, hier das Sticker-Set jetzt noch mal gibt, dann wird das leider auch noch mal mit müssen. Oh, ist das wunderschön. Das ist jetzt wieder so ein Artikel. Ich liebe Katzen ja sehr und ich weiß auch, dass viele Leute Katzen lieben. Boah, grandios. Das ist wieder so ein Artikel. Oh Gott, ey, die sind ja alle schön. Den will ich mir auch 10, 20, 30 Mal kaufen, ungelogen. Boah, was sind die schön. Da ist ja kein einziger von hässlich. Heidewitzka, der Zuckert. Meine Fresse. Ja, der hier, der gefällt mir jetzt nicht so. Aber boah, krass, Alter. Ja, I need it. Und mehrmals. Ich brauche das. Ganz, oh, hey, das hier, das gibt's auch als Diamond Pending Bild, habe ich gesehen. Habe ich mir sogar schon abgespeichert, dass ich mir das irgendwann kaufen möchte. Kann ich euch zeigen. Das ist ja witzig. Ich habe nämlich in meinem Ordner ein Handy, der heißt Bald. Und da speichere ich Bilder ab, die ich bald kaufen möchte. Ich wollte mal gerade so. Schaut. Haha, geilo. Ja, aber halt kaufen. Mir aussuchen. Haha, ich kaufe mir da durchaus auch selbst Diamond Paintings, ganz klar. Aber ich muss nicht verheimlichen, dass die meisten, die ich habe, natürlich aus Kooperationen stammen. Oh Mann, die sind alle so schön, dieses Dicker. Scheiß die Wand an, aber so richtig kräftig. Boah.
Ja, vor allen Dingen, da sind Watercolor-Katzen bei, da sind normale Katzen bei, da sind so Aquarell-Katzen bei, da sind Galaxy-Katzen bei, da ist alles bei, nur nichts Hässliches oder Dämliches oder kindlich-comic-mäßiges, selbst die ist geil. Ja, selbst die, obwohl ich sowas jetzt nicht mag, sind total putzig. Also, Hammer-Titten geil. Turbo Ultra. Ja, was soll ich dazu sonst noch sagen? Hammergeil. Ach ja. So, mal gucken, ob ich so wieder hier eine Tüte bekomme. Die Produktnummer zeige ich euch dann auch nochmal. Ich mache mal auf Pause. So, muss ja nicht sein, dass ich euch unnötig zuknister oder über Leute motz, die es machen und selbst mache. Davon wird irgendeine die Produktnummer sein. Ich vermute hier unten. Ich weiß es nicht. Schaut einfach mal Sticker Katzen oder so. So. Jetzt kommen wir zu dem einen Anziehteil. Ich habe hier mir hauptsächlich wollte ich das hier haben. Das ist eine 2XL, eine 48 für 13 Euro. Oh, Entschuldigung, ich bin gerade eben erst tatsächlich aufgestanden. Um 7:30 bin ich aufgestanden. Und gerade eben kam, war direkt schon der DHL-Mann da. So, die hier für 13 Euro, das ist eine 2XL, also eine 48. Das ist eine Jeansjacke, eine grüne, wie ihr seht. Und da wollte ich dann letztendlich meine ganzen Patches drauf machen, weil die aus dem Bonprix mir zu teuer und zu hochwertig war. Und die hier, die ist halt schon ein bisschen used. Die hat auch so tolle, flapsige, Oversize-Arme. Werde ich jetzt gleich mal anprobieren und mal schauen. Also ich mache euch auf Pause und probiere die an, sonst halte ich es vor Spannung nicht mehr aus. So, sie passt wie angegossen. Ich kann euch Bilder zeigen, aber ich habe die Haare noch wuschelig, weil man kann jetzt nicht um 8 Uhr morgens oder 7:30 morgens schon von mir verlangen, dass ich geduscht bin. Ihr könnt froh sein, dass ich ein BH anhab, weil das ist auch sehr selten. So, auf jeden Fall. Dieses Bild, ja, okay, an den Brüsten, wenn man sie zumacht, ist das so ein bisschen, ja, gewölbt. Aber sie hängt nicht eng oder so. Ich habe auch gar nicht, muss ich sagen, beim Tragen auch gar nicht mitbekommen, dass das so ist. Also ich habe da durchaus noch zwei, drei Fäuste Platz sogar unten am Bauch. Also da seht ihr ja auch, die hängt nicht eng am Bauch an. Ich habe dann noch mehr Platz. Und das T-Shirt ist ja auch mir quasi zu groß, weil ich T-Shirts immer größer kaufe. Also die ist super. Die ist super, diese Jacke. Hier, das hier ist auch kein Fett. Das ist auch nur die Jacke. Die passt wirklich super. Da ist noch viel Platz drin. Also viel jetzt auch nicht. Aber sie ist halt einfach passend. Und da ist die Hose vom Kick, die ich jetzt noch gekauft habe. Das T-Shirt ist auch mal von Shein und ist halt dies grün, die Jacke. Wobei ich die, glaube ich, aber eher auch offen tragen werde, weil ich es offen einfach auch lässiger und cooler finde. Die Ärmel, die kann man natürlich wie bei einem Hemd, da kann man natürlich auch die Knöpfe noch aufmachen. Ja, ich bin auch ungeschminkt, ich habe noch Pickel im Gesicht, so ist das nun mal. Ja, aber immerhin hatte ich auf diesen Bildern ein BH an. Jetzt mal wieder nicht. Ja, too much information, aber ist auch wurscht. So, dann habe ich gekauft. Stimmt, ich habe bei dieser Bestellung auch ganz viele Tattoos gekauft, so Body-Tattoos. Naja, ich habe mir mal diese Kiste hier gekauft, tatsächlich gekauft. Shein kooperiert ja nicht mit mir. Das muss ich alles selbst kaufen, ich armes Ding. Und zwar mit dieser Produktnummer, die Jeansjacke. Boah, ich hab, weil ich. Sucht einfach Jeansjacke, dann findet ihr die. Und hier könnt ihr einfach Organizer suchen, dann findet ihr das auch. Aber ich glaube, die Jeansjacke kann sein, dass es die auch schon gar nicht mehr gibt, weil die war auch runtergesetzt. Die 13 Euro, das war ein Sonderpreis. So, hier haben wir Stickerchen. Die sind auch mit so einer Plastikbeschichtung. Ja, also das heißt immer bei dem wasserfest. Dann haben wir hier zwei Aufklacklaschen und dann haben wir drei, ne, vier. Drei, sechs, acht. 4 mal 8. 32, oder?
8 mal 4. 8, 16, 24, 32. Ja, 32 von diesen Tic-Tac-Döschens. Aber die Tic-Tac-Döschens sind quadratisch und groß. Ist das jetzt ein Riss oder ist das Herstellung? Das ist schon ein Riss. Ja, ist Hartplastik. Das hat jetzt schon einen Riss. Naja. Ich wollte die einfach mal mitnehmen, weil die recht günstig war und weil viele drauf schwören, weil viele sagen, dass denen diese Schraubdosen zu umständlich sind, weil man das immer aufschrauben muss. Und hier kann man halt einfach knack rausschütten zu. Und ich bin aber der Meinung, dass hier die Dinger schlecht sind, weil die sich irgendwann ausleiern. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe mir jetzt einfach mal eins und schau mal, wie sich die im Laufe der Jahre so entwickeln. Und ja, ich habe jetzt auch mittlerweile für Diamond Painting ganz, ganz viele Aufbewahrungsdöschen. Also ich muss mal, denke ich mal, ich painte ja auch nicht viel und ich painte auch keine Bilder mit 300 Farben oder so. Also ich werde mir tatsächlich jetzt in meinem ganzen Leben, denke ich mal, keine Aufbewahrungsdosen mehr kaufen müssen. Aber ich bin ja auch normaler Bastler und ich möchte da Pailletten zum Beispiel reintun für Schüttelkarten oder kleines anderes Flitterkram, Streu-Deko-Scheißzeug. Und mal schauen. War auch nicht teuer, sonst hätte ich es nicht mitgenommen. Ich glaube 7 € oder 6 € oder so im Dreh. Und ja. Gibt es auch in verschiedenen Ausführungen, soweit ich weiß. Und schaut da einfach mal. So, dann kommen wir zum ersten Tattoo. Hier ist noch so, sind Sie zufrieden? Rückgabe. Ey, Rückgabe. Wisst ihr, was ein Kack ist? Ich habe bei der letzten Shein-Lieferung eine Hose nicht bekommen. Für, weiß ich, 4,50 € oder so. Naja, es geht aber jetzt nicht ums Geld. Auf jeden Fall habe ich ihn reklamiert, dass ich es nicht bekommen habe. Dann gibt es ein Hin und Her. Ja, dann hätte ich gerne ein Bild von dem Versandding da. So geht nicht, habe ich schon weggeworfen. Ja, dann bescheinige uns, dass du wirklich das nicht bekommen hast. Weil wenn du das bekommen hast, dann ist das hier strafbar. Wenn wir das rauskriegen oder das nicht mit unserem Lager übereinstimmt, dann kriegst du eine Anzeige. Boah, und ich habe diese Hose nicht bekommen, aber das war mir einfach 4,50 € so zu doof, da hin und her zu schreiben. Also wie die mit Rückgaben letztendlich wirklich verfahren, kann ich euch echt nicht sagen. Kauft bei Shein am besten, so mache ich es auch. Kauft bei Shein am besten wirklich nur, wenn ihr damit leben könntet, dass die Sachen scheiße sind. Oder wenn, dass die Sachen nicht passen oder eurer Qualität nicht entspricht. Nur dann kauft bei Shein. Weil, ich weiß nicht. Man hört ja schon durchaus vieles, dass die Rückgabe dämlich ist oder nicht läuft. Oder die reduzierten Artikel kann man sowieso gar nicht zurückschicken. Aber ich meine, natürlich ist es ärgerlich, wenn wirklich ein Artikel fehlt oder kaputt ist. Und da finde ich, sollten sie echt ein bisschen anders agieren. Also ich meine, jeder Shop muss sich vergewissern. Aber in einem Teil für 4,50, wenn man eine Bestellung hatte für 150, dann hat man es auch bestimmt nicht nötig, einen Artikel für 4,50 € zu reklamieren. Naja, es. Mir war es zu doof, aber trotzdem bestelle ich weiter und ja. So, wie gesagt, wir haben hier ein Tattoo, Wassertattoo. Schutzfolie ab auf dem Körper, so auf dem Körper mit Wasser drauf, kennt ihr alle. Ich möchte das aber nicht für meinen Körper, sondern wenn ich mir irgendwann aus Gips Sachen gieße oder herstelle oder vielleicht auch nochmal mit Resin anfange, dann möchte ich das dafür verwenden. Genau. Und sowas kriegst du halt auch nicht mit Plotter hergestellt. Man könnte jetzt Wasserschiebefolie sich kaufen und das dann draufdrucken auf die Wasserschiebefolie, aber die ist ja auch arschteuer. Dann kaufe ich doch lieber so ein fertiges Tattoo. Das kostet, glaube ich, 1,50 €. Und ja. Hier sind es nochmal ein Tattoo-Set. Das hat 5 € gekostet, das weiß ich ziemlich genau. Da sind mehrere drin. Das habe ich auch zweimal. Hier ist noch so ein Zettel mit den ganzen Inhaltsangaben. Ja, und so passiert das, denke ich mal, dass halt auch mal Sachen nicht geliefert werden, weil man dieses Scheiße hier einfach auch nicht lesen kann. Naja, doch, man kann es noch ein bisschen lesen. Aber es weiß als ach nee, es ist egal, es waren nur 4,50. Ja, aber nur 4,50. Das sind 4,50, die mir fehlen.
von dem ich mir hätte wieder was anderes, eine andere Scheiße kaufen können. Naja, so, in diesem Set haben wir dieses Tattoo, sehr schön. So eins werde ich mir vielleicht auch mal aufs Handgelenk machen im Urlaub, obwohl ich so Handgelenkstattoos und sonst so immer noch sowas immer so kitschig finde, aber naja. Da stehen noch Zahlen, ach nicht Zahlen, Wörter. Hier haben wir noch zwei große Bögen. Komisch, eigentlich gab es da einen Bogen, der eine Katze hat. Hauptsächlich wollte ich wegen diesen ganzen schwarz-weiß Blumen oder auch dieses Mystische hier. Und ja, finde ich ganz niedlich. Ich bin überlegen, ob ich die wieder zurückpacke. Ne, ich glaube, die großen lasse ich bei den großen. Und die kleinen, obwohl ich tue es lieber wieder, ich tue es lieber doch einpacken, weil ich mache ja dieses Video extra jetzt, ohne dass ich die Artikel vorher gesehen habe. Und ich muss ja später kontrollieren, ob ich alles bekommen habe. Jetzt habe ich geknistert und gelabert, genauso wie ich es nicht mag, aber egal. So, dann habe ich mir nochmal diese Silikonform bestellt. Die habe ich auch schon. Aber ich dachte, mir ist halt praktisch. Und genau für diese Silikonform wollte ich eben. Dieses Tattoo ist aber zu groß. Ja, schauen wir einfach mal. Dann habe ich hier noch Tattoos. Oh, das sind aber viele. Haben die sich da vertan? Ich weiß noch, ich habe auch Tattoos für 7 Euro bestellt. Dann sind das die kleine. Ach ja, die könnte man ja auch für die Nägel nehmen. Bisschen, also so manche oder so halb. Also für auf dem Körper sind die ja viel zu klein. Sowas hier. Sowas kann man sich noch unters Auge machen. Eine Weltkarte. Das ist schön. Das ist schön. Das tue ich mir mal nach oben. Das ist, ja. Ah, das ist toll. Ja, die Möwen. Nein. Puh, ja, Mondphasen. Ja. 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 Ja, vielleicht. Ja. Palme. Fisch. Ja. Ja, hübsch. Manche hübsch, manche hässlich, alle brauchbar. Passt. Passt doch. Toll, toll, toll. Ja, es kommen noch mehrere Tattoos, aber ich greife einfach mal rein, was so kommt. Genau, dann habe ich mir die Dinger hier gekauft. Die fand ich cool. Die kosteten, glaube ich, 2,50. Und zwar sind das Vintage-Sticker in hier Etikett-Muster-Dings-Stil-Form. Mal gerade am Versuchen, das aufzumachen. Gibt es auch bei AliExpress, aber tatsächlich glaube ich, oder das, was ich gesehen habe auf die Schnelle, gleich teuer, teilweise sogar noch ein bisschen teurer. Und aber gibt es auch bei AliExpress. Aber ich habe es jetzt bei Shein mitbestellt, wie gesagt, weil der Preis ziemlich gleich war und deswegen wollte ich die haben. Und wir haben ein Deckblatt. Und dann sind das hier so, ja, Vintage-Schmetterlinge als Tag. Jedes zweimal. Oh, mit Elfen. Da wird die Corinne ausflippen, glaube ich, wenn sie das Video sieht. Weil das sind Elfen bei, es ist Vintage, es sind Schmetterlinge. Da ist nochmal Elfe. Da wird sie ausflippen. Ich weiß gar nicht, ob ich es mir einmal oder zweimal gekauft habe. Aber auf jeden Fall habe ich es einmal, wie ihr seht, gekauft. Einfach, um es haben zu
habt. Also einfach nur zum Haben, weil ich habe zwar meine ganzen Vintage-Papiere oder fast alles an Vintage-Papieren aussortiert, aber ich mache gerne, also Vintage-Alben mache ich nicht, aber ich mache halt gerne schon mal eine Vintage-Karte oder eine Mixed-Media-Karte oder so ein kleines Flipbook oder so. Und dann braucht man, das ist die Rückseite, dann braucht man natürlich sowas schon mal. So, und soweit ich weiß, die haben hier so eine kleine Prägung. Und soweit ich aber weiß oder auf dem Bild gesehen habe, sind das Sticker, ja, es sind Sticker. Ja, sehr geile Sache, sehr geil. Verhaken sich nur ein bisschen, weil es Tickets sind. Ah, ätzend. 20 Stunden später. Habe ich es jetzt? Ja, habe ich jetzt. So. Und dann kann man das wieder hier rein tüteln. Sehr süß. Toll. Freue ich mich. Yeah. Nee, das klang jetzt gekünstelt, aber nee, ich freue mich wirklich. Ist toll. So, dann habe ich diese Sticker. Die gibt es natürlich auch bei AliExpress. Hier haben sie den Sticker drauf gemacht, was das ist. Deswegen müssen wir uns die gerade mal rausholen. Das bei AliExpress kosten die meistens zwischen 80 Cent, 60 Cent, aber mit Versand und einem Euro oder so. Und hier weiß ich jetzt nicht, 1,25 €, glaube ich. Aber halt ohne Versand, weil ich habe Versandkosten frei gehabt und habe ich mir gedacht, durften mit. Sind natürlich, wie ihr seht, winzig, diese Stickerchen. Jedes Motiv ist zweimal drin. Das sind halt diese typischen China-Stickerboxen, wie ihr sie auch von mir kennt, weil ich sammle die Dinger. Ich habe bestimmt 50 bis 80 verschiedene und die jeweils 3-4 Mal. Ich habe tatsächlich einen ganzen Schrank voller diesen Stickerboxen. Die wollte ich auch eigentlich immer mal verkaufen, aber ich gebe die auch lieber mal so als Geschenk dabei. Also jetzt nicht so eine ganze Box, aber so mal so ein paar Stickerchen hier und da. Und geht halt auch immer. Man kann damit aber auch super Karten basteln. Gerade Hitty hier fände ich jetzt für ATC-Karten ganz praktisch. Und sind echt schöne Tiere bei. Wir hatten ja hier jetzt Wolf, wir haben Husky, wir haben einen Hund, wir haben Eichhörnchen. Wir haben einfach nur mal ein Blatt. Hier ist ein Affe sogar. Also die sind grandios. Hier ist ein Schaf. Hier ist nochmal ein Hase. Gerade eben auch schon mal ein Hase. Und hier ist noch so eine Ente. Da ist nochmal eine Ente oder wie auch immer, eine Gans, egal. Und die finde ich sehr geil. Ein Lux war ja da auch bei. Die werde ich nochmal kaufen. Ich denke aber auch dann tatsächlich 5 Mal. Weil die Boxen, die habe ich immer, wenn mir eine Box gefällt. Das ist auch so ein Ding, wo mein Verstand aussetzt. Die Boxen kaufe ich entweder immer 5, 7 oder 15 Mal. Was mache ich damit? Nichts, bleibt aber mir überlassen. Ha. So, dann habe ich hier nochmal Sticker. Das waren nochmal Sticker-Bombs. Keine Angst, es kommen natürlich schon viele Bastelsachen. Aber zum Beispiel ein bisschen Lidschatten kommt auch. Da haben wir Comic Meerjungfrau. Schön. Ein Pudel. Oh, Mann, den muss ich mir jetzt auch nochmal kaufen. Gut, dass ich tatsächlich nochmal bei Shein bestellen wollte. Oh Gott. Boah, die haben es mir auch angetan. Die sind von der Machart halt so toll. So Comic, aber lustig und nicht unbedingt kitschig. Kindisch, aber nicht zu kindisch. Schöne schwarze Umrandungen, das mag ich sehr. Die sind ein Traum. Die sind ein purer, purer Traum. Die sind hammergeil. Den kommt nach oben, den werde ich als erstes benutzen, mal blöd. Ah, diese Hunde mag ich auch nicht so. Oh, ein Spitz. Oh, ein Spitz. Mama hat ja einen Spitz. Die Greta. Die Greta ist ein Spitz. Ich wollte die Greta. Meine Eltern lassen die halt einfach von den Haaren her wachsen. Ich wollte die Greta eigentlich mal zum Hundefriseur schleppen. Weil dann sähe die echt aus wie so ein Pompom. So auch so rund und so. Und ich hätte echt gerne mal das Gesicht von meinen Eltern gesehen. Aber
Dadurch, dass es meiner Mama ja nicht gut geht und sie noch länger im Krankenhaus ist, wollte ich ihr das dann in Anführungszeichen nicht antun, beziehungsweise die Prioritäten liegen einfach jetzt woanders. Aber es wäre lustig geworden, aber ich werde den Hund bestimmt auch nochmal bekommen und dann kann ich das immer noch mit dem machen, der Arme. Ja, ist ja nicht schlimm, ist ja ein Hundefriseur. Aber es wird ganz schön witzig werden. Ich habe nämlich auch mal bei Google so Bilder gesucht von Hundefriseuren, wenn die gerade Spitze, Zwergspitze, dann vor und nachher. Und das ist so krass. Vorher haben die dann so längeres, normales, hängendes Fell und nachher wirklich so ganz anders. Ist schon geil, was man machen kann. So, dann habe ich hier Gelnägel, ach nicht Gelnägel, hier Anklebenägel, ach wie schön. In einem Braunton und hier sogar noch ein Herzchen drauf. Hier unten auf denen sind auch noch Herzchen drauf mit. Machen wir mal auf. Ich glaube, ich hasse die Dinger mit Silikon. Es gibt aber dann Nägel, die haben nur die Silikonpads dabei, wo du selbst entscheiden kannst, ob du die dran machst. Oder gerade von Fingers gibt es halt, oder auch von Teddy gibt es, da steht dann selbstklebend. Die sind so scheiße. Die haben nämlich schon das Klebezeug an dem Nagel. Und das kriegt man nicht ab und die halten halt dann nicht. Die sind scheiße. Also wenn man sich schon die Nägel ruinieren will mit Aufklebenägeln, dann benutzt auch hier ganz normale mit Sekundenkleber. Und Titi hier sind tatsächlich mit Pfeile. Ah, super. Die haben zwar diese Gummidinger, aber wie ich erwähnt habe, zum selbst dran machen, um sich selbst zu entscheiden, ob man die so benutzen will. Und ansonsten gibt es hier, ich benutze immer gern von Trended Up, nee, von Essence benutze ich gerne den Nail Clue. Fix-It heißt der. Den benutze ich gerne. Der ist eigentlich dafür da, wenn man einen Riss im Nagel hat, dann klebt man den da drauf und macht ein Stückchen Teebeutelchen auf den Riss. Dann repariert der es den. Aber das ist nichts anderes als ein Sekundenkleber. Da ist vielleicht noch ein Glycerin ein bisschen bei oder so, was schonend für die Nägel ist. Aber es ist Kleber. Es ist Sekundenkleber und fertig. Und wenn man so Dinger hier benutzt, schädigt man sowieso die Nägel, ne? Also von daher. Also es ist nicht so. Auch richtig Gelnägel vom Salon oder Acrylnägel sind auch, wenn du so willst, ungesund. Das ist auch alles Chemie, geht dir in die Blut-Kreislaufbahn, was weiß ich. Geht ja durch den Nagel in deinen Körper. Gel ist auch nichts anderes, ein bisschen was anderes, aber ist auch so was härtet. Alles, was härtet, ist Chemie, wenn das unter irgendwas härtet oder Acryl. Acryl brauchst du zwei Komponenten. Wie Harz brauchst du auch zwei Komponenten. Lauter so Scherze. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Und dass die Nägel anschließend wie Pergament sind, weil da kein Sauerstoff drankommt, müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Aber ich wollte euch trotzdem meine Tipps geben, dass wenn ihr so welche habt, ich benutze am liebsten normalen Sekundenkleber. Also wenn ruiniert, dann richtig ruiniert. Aber den Sekundenkleber, den ich hatte, der war jetzt noch nicht so stark, dass die echt auch eine Woche, 2 Wochen teilweise sogar gehalten haben. Und ich finde die besonders toll, muss ich auch sagen, weil die halt, das ist Tattoo-Farbe übrigens, die finde ich besonders toll, weil die jetzt auch nicht arg lang sind. Also wenn ich den dran machen würde, wäre das nur so lang, also nur 1, 2 Millimeterchen. Finde ich ganz toll. Genau, dann habe ich mir das Ding hier gekauft. Das habe ich auch schon bei anderen Shops gesehen. Immer wenn man sich auch beeilen will zu knistern, knistert man am meisten und am längsten. Ja, das habe ich bei anderen Shops schon gesehen und das wollte ich auch schon ganz lange immer mal haben, aber ich war immer zu faul. Und zwar ist das hier so ein Pusteding und zwar wollte ich das für Alkoholinks, weil Alkoholinks, sind wir wieder bei Chemie, was heißt Chemie, Alkohol, reizt die Augen, reizt die Atemwege, macht dusselig im Kopf. Man sollte, wenn man mit Alkoholinks arbeitet, eh immer lüften, ausreichend, sehr viel lüften und auch nie mit dem Kopf drüber hantieren. Und ja, ich mache das ja mit dem Strohhalm, mit dem Mund und mit dem Strohhalm. Und das ist ja so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann, weil wir haben direkt die Verbindung zum Mund, direkt die Verbindung zur Nase zum Einatmen, während man in einem Strohhalm pustet, muss man ja auch einatmen. Wir haben direkt die Augen über dem Geschehen und ja, ist halt das Schlimmste, was man machen kann.
Und manchmal mache ich auch Heißluftföhn, aber alles erzielt andere Effekte. Und damit ich eben jetzt auf ein Strohhalm verzichten kann, mache ich jetzt immer so. Und dann, ja. Aber hiermit kann man auch so kleine, was weiß ich, hier Staub wegpusten und so Zeug. Ja, sehr geil, wollte ich haben. Gibt es auch teuer von Tim Holz. Aber muss ja nicht sein. Hier habe ich nochmal Sticker. Das ist auch nochmal ein 6er-Pack. Also dieses Video wird lang. Das wird auf jeden Fall lang, weil ich, so ist es aber auch, wenn ich wirklich eine Lieferung bekomme und mir die angucke, ich zelebriere es und ich genieße es, weil es kommt nicht oft vor aktuell, dass ich mir was kaufen kann oder auch leisten kann. Und wenn dann freue ich mich immer so dermaßen. Und wenn ich jetzt einen Haul abdrehe, den ich ja schon kenne, dann ist natürlich klar, dass ich zick, 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 zack alles zeige. Aber wenn ich Sachen neu bekomme und nicht kenne, dann gucke ich mir sie auch immer schön genau an und teste manches vielleicht auch schon direkt. Und ja, ich dachte mir, das wäre vielleicht interessant, weil ihr so auch mal meine ersten Reaktionen mitbekommt. Seht, ich muss mal kurz. Ja, seht, wie ich mich freue, ob ich mich freue, was ich generell denke, wie ich denke und so. Das ist vielleicht ganz interessant. Oder eben auch, wenn ihr mich sowieso gerne zuhören, reden hört, zu. Wenn ihr mir sowieso gerne zuhört beim Reden, ist es natürlich auch toll. Jetzt hole ich hier was Dickes raus, was ich nicht weiß, was es ist. Kaktus Cool. Beauty. Das ist schon mal eine Palette. Schön verpackt, Pluspunkt, sehr, sehr großer Pluspunkt, weil ich hatte auch schon Angst, dass wenn ich mir da Schminke bestelle, dass die dann bröselt, weil sie hin und her geworfen wurde. Ein bisschen ASMR, so, zack. Lasst es mich gerne mal wissen. Ich zum Beispiel, ich ekel mich vor ASMR, wenn die dann hier so machen. Oder so. Boah, ich krieg da meine Zehennägel, die rollen sich so nach oben. Oder wenn man sich so beim Essen filmt. Es ist natürlich bei manchen Leuten total begehrt, wenn die essen, alleine essen und sich dann ein Video angucken von jemandem, der isst. So Fress-Challenge, ne? Wenn hier dieser, wie heißt da? Matt, Tony Matt oder wie auch immer, der frisst ja 30 Hamburger in einer Minute. Sowas finde ich schon mal ganz faszinierend. Aber ich meine jetzt wirklich so nicht allein sein Essvideos. Krass, oder? Also lasst das mich gerne mal wissen, ob ich da vielleicht komisch bin oder so. Aber ich muss dazu sagen, auch wenn ich es nicht toll finde, ich war auch immer überlegen, das zu machen, weil, klingt jetzt auch blöd, aber ich bin wenigstens ehrlich, die Videos, die geben verdammt viel Kohle, wenn man da die richtigen Zuschauer hat, ne? Und Geld ist wichtig, ihr lieben Leute. Ihr würdet auch vieles machen, was Geld gibt, wenn es ja nicht weiter aufwendig ist oder euch jetzt nicht besonders viel Überwindung kostet. Also ich muss mich ja nicht ausziehen und mir irgendwelche Gegenstände in meinen Körper stecken. Ich muss ja nur ein paar dumme Geräusche machen. Natürlich braucht man auch dafür Übung. Jetzt heißt, jetzt kommen ja die Leute daher und sagen, du stellst dir das alles viel zu einfach vor. Du brauchst auch noch ein Mikro und so. Ja, sicher. Aber wenn man ja erfolgreich ist, wenn man das macht oder probiert, dann kann man ja nach und nach sich immer besseres Equipment kaufen, bekommt dadurch natürlich auch immer und immer mehr Erfolg. Und dadurch, dass man immer und immer mehr Erfolg kriegt und den Hals einfach nicht voll kriegt oder generell, bekommt man ja auch Übung in dem, was man macht. Also es ist ja kein Meister vom Himmel gefallen. Nicht jeder konnte das ja auf Anhieb, ne? Aber ich stelle mir das schon geil vor. Es gibt halt schon, Gottes Tiergarten ist groß, sagt Hedwig immer. Und es gibt ja auch zum Beispiel auch Fetischleute. Ich kann mir vorstellen, ich mache das natürlich dann auf einem anderen Kanal. Den werde ich vielleicht auch nicht unbedingt an den Pranger stellen, dass man vielleicht sogar so mit den Zehen so macht. Und ich habe ja auch Tattoos an den Füßen und so, das turnt viele an. Oder mit meiner Zunge, dass die Zungenpiercing, ich habe ja fünf, dass die so aneinander klappen. Da werde ich dann schon die richtigen auf meinen Kanal locken. Ich habe jetzt mal auch OnlyFans. Da mache ich aber keinen. Auch das auch OnlyFans ist halt dumm, weil ich müsste eigentlich Werbung für mich machen, damit man mich findet.
Aber wenn ich jetzt, ihr seid ja meine Bastel-Community, ihr sollt ja jetzt nicht mit Nacktbildern von mir in Berührung kommen. Interessiert ja auch kein Schwein. So, und ich bin ja ansonsten nur bei Facebook und bei Instagram. Und wo soll ich sonst da Werbung für mich machen? Und da das ja in meiner Bastel-Community nichts bringt, über Nacktfotos Werbung zu machen, lasse ich es natürlich. Und ich halte aber auch Abstand von sämtlichen anderen Fetischplattformen, weil ich da ein bisschen, ja, nicht zu prüde bin. Ist mir einfach zu doof, ist mir zu viel Arbeit, ja. Egal, wir haben aber jetzt hier Schminke. Und ich wollte unbedingt mal, ich habe diese Take Me to Brazil Palette, die hat ja alle Farben, aber eben nur ein helles Grün und ein Mintgrün. Und ich wollte unbedingt mal so ein Hanfgrün, ein Kaktusgrün, so ein dunkles Grün. Ich habe zwar blaue Augen, das sieht, glaube ich, scheiße aus bei blauen Augen, aber ich habe graue Kontaktlinsen und ja, ich weiß nicht. Boah, guckt mal, wie wunderschön. Ohne Spiegel. Oh, ist das schön. Mit einer Farbbezeichnung. Wir haben Call It ID, Supply Lime, Skrilla, aber mit Dollar. Relationship Status, Peer Naked, Hotel Key, Best Shot, Home Crown, geil. Make it Mint, Sweet Basil, In a Pickle, Blue Agave. Also, Call It ID, Call It, ich weiß es leider nicht, was, irgendwie ID-Card oder so. Sublime Lime, also Limone, Dingsbums. Skrilla, weiß, sagt man nicht, Relationship Status ist schwarz, aber hier Peer Naked ist eine Birne, nackt, nackte Birne. Hotelschlüssel, bester Schuss, Home Crown, also Haus angepflanzt, Home Crown, Make it Mint, in a Pickle, in einer Gurke, Blue Agave. So, und wir testen mal. Wir haben hier die Call It ID. Ich habe jetzt auch nur wenig genommen. Ja. Ich nehme jetzt so viel, wie ich auch zum Schminken benutzen würde. Was ich halt schon mal scheiße finde, aber das wusste ich. Diese hier, die Farbe, die und die, das ist, oder hauptsächlich aber die und die, aber die erste glaube ich auch, ja. Das sind halt so Glitzerfarben mit, das sind keine Metallic-Farben, sondern das ist, also die erste noch nicht ist so dolle, aber hier die zweite. Und das ist eine Glitzerfarbe mit Glitzerpigmenten. Ja, die erste ist hauptsächlich metallisch. Ja, doch, hat aber auch so. Naja, aber Hitty hier, mal, die ist mir schon wieder ein bisschen zu viel glitzerig. Diese Glitzerpigmente, die schwirren immer überall rum und das mag ich nicht. Friendship Status ist ein dunkles Oliv. Home Crown ist auch so ungefähr, ist ein bisschen ticken schwarz, schwärzer. Das war Naked Pier. Jetzt gucken wir noch den Hotelschlüssel. Ja, das kann man dann gut oben an die Braue oder ins Augeninnere machen. Also ich muss ehrlich sagen, für dieses Geld finde ich sie bis jetzt schon mal schön deckend, schön kreidig. Fühlt sich für mich, finde ich, jetzt gut an. Ich muss mir mal kurz die Hand abwaschen. So, ich kann natürlich auch mal ein Video machen, wo ich mich schminke oder wie das aussieht, wenn ich mich damit geschminkt habe. Aber ich finde die cool. Das lege ich mir mal wieder drauf und ich packe die auch mal wieder ein. Wobei, nee, packe ich nicht ein, weil die kommt gleich in mein Badezimmer. So, ich habe das jetzt noch nicht abgemacht, weil ich habe hier die Dinger aus dem Action. Das ist jetzt schon benutzt, war aber in der Waschmaschine, aber es geht halt nicht raus. Es ist halt Schminke. Und da macht man ja nur Wasser dran und dann guckt weg. Ohne Micellenreinigungswasser, ohne alles weg. Die sind so toll. Ich liebe die. Die sind natürlich nach einer Zeit, also heißt nach dem ersten Benutzen, trotz Waschmaschine, sind die halt dreckig. Aber das tut denen, die sind dadurch nicht kaputt oder so. Ich finde die so arschgeil, die Dinger. Und das funktioniert nicht nur bei Lidschatten, sondern natürlich auch bei Mascara, Lidstrich, sogar bei wasserfesten. So, und ich habe sogar bei AliExpress Stanzschablone gekauft. Stanzschablonen. Und zwar hier, schaut mal, Briefmarken.
Geil, oder? Und das sind richtig so welche, wo man so ein richtiges Briefmarkenplättchen hat, wo man hier richtig dann abtrennen kann und wirklich wie eine richtige Briefmarke dieses Design hat. Und zwar, wir haben hier die länglicheren Briefmarken und die normalen Briefmarken. Das ist so, so hammerarschgeil. Also, boah, hammergeil. Hammergeil. Das ist so geil, dass ich das Video jetzt hier beende, weil wenn ich das jetzt länger mache, muss ich hinterher wieder die Videos aneinander machen, dann wird das Handy so heiß und dann habt ihr ein ganz langes Video. Deswegen mache ich lieber verschiedene Teile, die ihr euch nach und nach angucken könnt. Ist ja nur quasi ein Fingerdrück für euch. Und die ist so geil, dass ich die euch im nächsten Video direkt als erstes zeige. Also, ich danke euch, dass ihr dabei wart hier beim ersten Teil. Ich mache aber jetzt noch, ja, so wie es aussieht, noch mindestens Teil 2, eventuell noch Teil 3. Ich schaue mal, wie es kommt. Ich danke euch, ich wünsche euch was, passt auf euch auf und tüdelü, ciao, ciao.